So, herzlich willkommen zurück zum Wikinger Simulator 2017, meine Krieger und Kriegerinnen. Ich bin's, euer Odin Let's Play, und hier geht's heute richtig ab. Also, wir müssen Gunnar verhören, den Anführer der Räuber, und das machen wir jetzt gleich mal, ohne viel Zeit zu verlieren. Ich würde gerne mit uns mitgehen. Gut, geht jetzt gerade nicht, wurscht. Gunnar der Friedliche. Irgendjemand hat Gunnar in einem Stall an einem Pfahl festgebunden. Er muss schon seit mindestens 3 Stunden dort im Schlamm stehen und dennoch steht er aufrecht und sieht dir in die Augen, als du dich näherst. Hattest du einen angenehmen Abend? Ich hatte schon weniger charmante Bettgenossen. Der hochgewachsene Mann hält kurz inne, um seine Position am Pfahl zu wechseln. Wir hatten noch gar nicht die Gelegenheit, uns richtig vorzustellen. Man nennt mich Gunnar den Friedlichen. Ich bin ein Ulfedin aus Vestfold im Norden. Ich nehme an, du bist der Thane dieses Dorfs. Ich bin Björn, Sohn des Ragnar, und ja, ich bin der Thane hier. Sag mir eins, Björn, Sohn des Ragnar, warum bin ich immer noch am Leben? Ulfedin. Mich auch interessieren. Ich bin der hier die Fragen stellt, also sag mir, was ist dein Ulfedin? Wir sind Odins auserwählte Krieger. Wir ziehen ohne Rüstung in die Schlacht. Wir tragen stattdessen Wolfspelze und werden zu wilden Tieren. Also so Berserker-mäßig. Welch Ehre, unter Odins Schutz zu stehen. Geleitet vom Zorn des allmächtigen Vaters erschlug ich viele Männer. Kein Feuer und kein Eisen kann mir etwas anhaben. Es ist ein mächtiger Pakt. Ich biete dir eine Möglichkeit, davon zu kommen. Es kommt nur darauf an, wie du die folgende Frage beantwortest. Dann werde ich meine Worte sorgsam wählen, Dan. Er ist nicht dumm. Er hat nicht nur Muskeln, er ist auch, ja, auch Schmackes im Hirn. Warum habt ihr mein Dorf angegriffen? Eure Verteidigung ist schwach. Nicht einmal Palisaden. Das absolute Minimum einer Schanze. Ihr habt uns geradezu eingeladen, euch anzugreifen. Ich spüre schwer, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube eher Folgendes. Was passiert, wenn wir da jetzt scheitern? Ich spüre schwer. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube eher Folgendes. Du erklärst deine Theorie darüber, wie und warum Gunnars Truppe auf dein Dorf aufmerksam geworden ist. Doch noch während du sprichst, fällt dir auf, wie fadenscheinig das alles klingt. Ich spüre fehlgeschlagen. Super. Auch Gunnar wirkt völlig unbeeindruckt und schnaubt gelegentlich spöttisch. Schließlich fühlst du dich ernüchtert und dein Gefangener starrt dich mit leerem Blick an. Was du da erzählst, ergibt doch gar keinen Sinn. Ich habe einfach nur von eurem Dorf erfahren, weil mir ein Handelsreisender in Kaupang davon erzählt hat. Das ist alles. Ich habe nichts mehr dazu zu sagen. Und wie kommt es, dass die Leuchtfeuer nicht entzündet wurden? Ah, Moment. Du willst mir allen Ernstes weismachen, dass du von Kaupang bis hierher gesegelt bist, um den Schmuck meiner Mutter zu stehlen. Der Hühne zuckt mit den Achseln und wirkt dabei wie eine Eiche, die sich im Sturm biegt. Dein Dorf liegt an einer wichtigen Handelsroute. Ich ging davon aus, dass ihr wohlhabend seid. Und wie kommt es, dass die Leuchtfeuer nicht entzündet wurden? Gunnar. Vielleicht waren die Wachleute zu dämlich, Acht zu geben. Aber zu ihrer Verteidigung, wir sind äußerst leise vorgerückt. Du
Wie stehst du zu Tane Skule Schädelspalter? Gunnar verzieht keine Miene. Nicht von ihm gehört. Ist er hier unten irgendwie von Bedeutung? Du weißt, ich bin nicht von hier. Ich weiß, dass du lügst. Ich mache dir ein Angebot. Sag mir, wer dich geschickt hat, und ich schwöre, ich lasse dich gehen. Der Ulfi, den sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. Du schwörst es? Was bedeutet mir solch ein Schwur? Dann nickt er. Nun, also gut. Ich nehme dein Angebot an. Ich traf Skule Schädelspalter auf Orkneia und er schwor, dass euer Dorf ein lohnendes Ziel sei, dass ihr reicher noch als die Bemalten seid und dabei viel harmloser. Er hat entweder gelogen oder er hat sich geirrt. Skule also. Ah, da hätte man den Text nochmal durchlesen können. Nice. Was ist Orkneia? Ein Lächeln huscht über Gunnars Lippen und er beugt sich leicht vor. Du hast doch bestimmt schon von der Inselgruppe westlich übers Meer gehört. Orkneia sind die nördlichsten dieser Insel. Viele Normannen haben den Stämmen, die dort leben, Land weggenommen. Man erzählt sich von einem großen Königreich im Süden mit vielen Reichtümern und schwacher Verteidigung. Wir haben es nie so weit in den Süden geschafft. Vielleicht werde ich später einmal auf diese Insel zurückkehren und sie genauer erforschen. Und wer sind die Bemalten? Die Volksstämme, die im Norden auf den Inseln leben. Man nennt sie die Pikten. Ihre Waffen sind schwach und ihre Behausungen primitiv, verglichen mit unseren. Aber sie kämpfen wild und überleben unter widrigen Bedingungen. Alles in allem lohnen sich Raubzüge dort nicht, aber ihre Ländereien sind fruchtbar. Und bis jetzt konnten sie uns nicht bedrohlich werden. Noch nicht. Ich werde diese Erkenntnisse mit meinen Vertrauten besprechen. Wir sprechen uns später wieder. Vergiss nicht, was du geschworen hast, Tanebjörn. Ich erwarte meine Freilassung. Besprich Gunnars Informationen mit deinen Huskals. Ich hätte den Zusammenhang erkennen müssen. Ja, Tane Skule erwähnte beim Festmahl seine Verbindungen nach Kaupang. Und wir haben hier eine Gruppe Normannen, die uns aus heiterem Himmel angreift. Was verspricht er sich davon? Ich weiß es nicht, aber wir werden es auch nicht herausfinden, indem wir herumstehen und reden. Wir sollten damit zu Astrid gehen und sie fragen, was sie davon hält. Du hast recht. Sie kennt Skule sehr viel besser als wir. Kehr zu deinem Langhaus zurück und berichte deiner Mutter, was du herausgefunden hast. Aber wir sollen doch eigentlich... Ach so. Ah ja, stimmt. Passt. Na gut. Aber wir können mit Gfelduf reden. Du hast Osleif also besiegt, ja? Ich bin beeindruckt. Ehrlich gesagt ging ich davon aus, dass er gewinnt. Aber ich bin einfach froh, dass ihr beide wohlauf seid. Kannst du meine beschädigte Ausrüstung reparieren? Das ist ein Reparaturmenü. Das ist vielleicht das einzige einfache Menü in diesem Spiel, also genieße es. Hier kannst du die Waffen auswählen, die während einer Schicht repariert werden sollten. Die Anzahl der Waffen, die du reparieren kannst, wird nur durch eine verfügbare Ressource begrenzt. ...120 Preziosen. Das müsste jetzt eine Weile halten. Und wie läuft es bei dir so in der Schmiede? Ganz gut. Aber es kommt drauf an, was du brauchst.
Ich kann hier Schnitzmesser schmieden, Borsten austauschen und Sklavengeschirr reparieren. Wenn du aber Waffen oder Rüstung brauchst, musst du zu einem besser ausgestatteten Schmied gehen. Der alte Hanna in Riebe hat eine ausgezeichnete Schmiede. Er müsste eigentlich alles für dich herstellen können. Du kannst zurzeit keinerlei Waffen oder Rüstung schmieden? Der Schmied kratzt sich im Nacken. Naja, könnte ich schon. Aber sie wären nicht gerade hochwertig. Aber immer noch besser als unbewaffnet in die Schlacht zu ziehen, würde ich sagen. Okay, ich brauche ein wenig Ausrüstung. Das ist dein Handwerksmenü. Handwerk wandelt Rohmaterial in Waffen oder Felle in Rüstung um. Das sind die Handwerksfähigkeiten des Gefolgsmanns, der sich handwerklich betätigt. Die Fertigkeitsstufe bestimmt die maximale Gegenstandsklasse, die du herstellen kannst. Diese wiederum bestimmt die Ressourcengruppe für ihn. Beginne mit der Auswahl des Geschenktyps, den du herstellen möchtest. Für Schmieden von Rüstungen und Helmen ist die Fertigkeit Rüstung Schmieden erfordert. Okay. Hier siehst du eine Vorschau für den Gegenstand, den du herstellen möchtest. Wenn du akzeptierst, wird dieser Gegenstand in deinem Inventar hinzugefügt. Betrachte die Haltbarkeit eines Gegenstands als Indikator seiner allgemeinen Qualität. Gegenstände bekommen für jede Einheit Rohmaterial oder Felle, die für sie verarbeitet wurden, einen Punkt Haltbarkeit. Klick hier, um die Herstellung des Gegenstands zu bestätigen, wenn du mit ihm zufrieden bist. Wenn du deine Meinung geändert hast, kannst du jederzeit abbrechen, indem du einfach das Fenster schließt. Hier können wir also Sachen anfertigen lassen. Chance auf besondere Eigenschaft. Okay, 25%. Dieser Händler hat angemessene Preise. Das ist doch schon mal gut. Aber insgesamt ist es nicht so der Brüller. Naja, gut. Nee, wir brauchen jetzt keinen Gegenstand herstellen, aber wenigstens wissen wir es. Und du brauchst wirklich nichts? Gerne fertige ich dir etwas an. Was soll man nur zu diesem Wetter sagen? Ja, in diesem Jahr hat der Frost wirklich lange angehalten. Letztes Jahr um diese Zeit hatten die Schneeglöckchen bereits angefangen zu sprießen. Gut, dass es bei der Schmiede so warm ist. Das erleichtert mir die Arbeit. Bis später, Quellduft. Okay, mit dem können wir... Hi, Loxel. Was kann ich für dich tun? Ja, den können wir später noch quatschen. Warte, wir schauen uns hier mal Flux um. Weil wir müssen ja nicht alles ablaufen, wenn es so viel schneller geht. Ah ja, es ist krass kompliziert, würde ich sagen. Können wir hier? Ist hier irgendjemand? Nee, die Hexe ist auch nicht am Stizzly-Wizzly. Aber wir können doch hier hingehen. Es ist sehr kompliziert, würde ich jetzt mal behaupten. Einfach diese ganzen Nebensachen, ja, diese Kleinigkeiten, da muss man halt durchsteigen. Okay, die sind immer noch nicht da. Weiter. Hier mal hingehen. Ich glaube, dass es das ansonsten war. Mit Gunnar können wir auch noch nicht weiterreden. Ja, es ist genau das, was zu erwarten war. Wir wurden von einem der Männer verraten, die uns bei der Todesfeier unseres Vaters besucht haben. Ja, wir können da reingehen. Nice. Die Ladezeiten sind ein bisschen anstrengend, aber ist nicht so schlimm. Aber hier scheint niemand zu sein. Ja, stimmt. Das mal. Ketil nächtigt gelegentlich in deinem Langhaus, wenn Sigrid und Lottere ein wenig Privatsphäre brauchen. Ja, Privatsphäre. So, wir plündern hier mal alles. Das Innere dieses Fasses ist noch von einer Schicht Holzteer vom Meiler draußen überzogen. Lottre stellt den Teer her, um ihn an die Nachbardörfer zu verkaufen. Okay. Nice. Wie jedes Mal eines Jägers ist das Aussehen und der Geruch dieses Eintopfes überraschend unappetitlich. Augenscheinlich wird das gute Fleisch an andere verkauft. Okay, wir haben eine Rüstung uns geborgt.
Ich meine, wir sind Tane, das gehört uns. Was sind wir denn? Oh, das sieht auch grob aus. Zeigen Sie mal schnell, was... Feldorf, Lederrüstung, okay, Fellrüstung. 36%, 20%. Ist gegen Fernkampf besser, wir sind halt ein Nahkämpfer, gell, was hat er? Oh, wow. Oh, wow, die haben alle so einen Ramsch an. Naja, er ist der beste Kämpfer. Haben wir jetzt... Aber er hatte gar nichts an, oder? Ketils Kleidung, ja, das ist... Das ist gar nichts. Ja gut, dann hat er zumindest jetzt eine Fellrüstung an. Gab es nicht noch ein Haus, das man betreten konnte? Hier, genau, hier. Okay, hier ist auch noch nichts los. Naja, gut, dann bleibt uns nichts, als zu unserer Mutter zurückzukehren. Dann machen wir mal weiter. So. Schauen, was sie dazu zu sagen hat, zu dem ganzen Schlamassel. Oh, schon wieder eine Viertelstunde. Es einfach geht so schnell. Das Spiel macht so Spaß. Es macht so krass Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch auch, weil es ist so geil. Es ist so schön gemacht, auch diese Erklärungen und alles. Sag mal. Hier ist ja noch alles voll. Können wir nichts machen? Was ist hier? Oh, hi. So, wir nehmen alles mit. Na, was haben wir da gefunden? Bluteis, das ist... ein Schwert, ne? Ja gut, wir sind Doppelaxtkämpfer. Der Bogen, das ist vielleicht was für dich, oder mein Lieber? Schaden 7 bis 14, mhm. Oh ja. Oh ja, da freut sich einer richtig. Generell, Aslife ist jetzt gut ausgerüstet, ne? Sie hat diese scheiß Heugapfel. Was haben wir denn nochmal? Ja, mit zwei Äxten kämpfen und Bogen finde ich gut. Bogen und was hat er? Achso, er kämpft mit Schwert und Schild. Na gut, dann geben wir ihm das und er Schwert und Schild und... Dänen-Axt, genau, und sie Speer und mit zwei Messern. Ja, okay, das passt soweit, denke ich. Weil wir ihr könnten wir doch auch so ein Schwert verpassen, oder? So. Ups. PB ist da besser. Ah, nee. Ich würde gern ein paar Sachen mal verkaufen. Ah, zerlegt den Gegenstand und gewinnt Ressourcen, abhängig von den Ressourcen, die man... Ah, nice, okay. Auf jeden Fall die Mistgabel. Eines Gegenstand wird ja permanent zerstört und der Austausch gegen Ressourcen, bist du sicher, dass du... Ja. Zwei Rohmaterial. Okay. Ja, den Rest behalten wir einfach mal, ne? Auch irgendwelche coolen Sachen, mit denen ich noch nicht weiß, was wir anfangen können. Okay, Mutter. Haben die Männer ausgepackt? Was hast du herausgefunden? Skule Schädelspalte ist der Drahtzieher hinter der ganzen Sache. Er geht schon seit Monaten gegen uns vor. Skule steckt dahinter. Dann ist es noch schlimmer, als ich dachte. Wie meinst du das? Die Normannen haben begonnen, die Inseln jenseits des Meeres zu besiedeln. Dort hat Skule die Räuber getroffen und sie davon überzeugt, dass sie bei uns leichte Beute machen können. Und das stimmt. Diesen Überfall haben wir uns selbst zuzuschreiben. Unsere Verteidigung ist wirklich unzureichend. Darum kümmern wir uns später. Wenn Skule gegen uns intrigiert, weißt du, was das bedeutet. Versuchen es überdringend dazu zu bewegen, ihm die Kontrolle über unseren Clan zu übertragen. Hm. Das ist sicher Quatsch.
Er wird beim nächsten Alting versuchen, Sigurd Ring dazu zu bewegen, ihm die Kontrolle über unseren Clan zu übertragen. Das ist wohl sein größtes Ziel, auf das er hinarbeitet, ja. Dann hatte er ja noch fast ein Jahr Zeit, uns in den Augen des Königs weiter zu schwächen, und niemand wird sich für uns einsetzen. Während sie spricht, zählt Astrid an ihren Fingern. Er ist ein Günstling des Königs, wir brauchen also von politischer Seite keinerlei Schutz erwarten. Eine Schlacht gegen ihn kommt auch nicht in Frage, denn Jelling ist groß und verfügt über viel hervorragende Krieger. Und dann dominiert er auch noch den Handel mit Kaupang. Diese Handelsroute wirft beinahe so viel ab wie die zwischen Sachsen und Riebe. Uns bleibt noch fast ein Jahr bis zum nächsten Alting. Wir müssen noch irgendwas tun können. So, König sieht man sowieso schon unter. Die junge Schützenkiste, von der wir schon so viel gehört haben, das ist. Schwierig, schwierig. Ich schwank gerade zwischen den beiden Sachen. Suche nach Unterstützung oder nach einer Handelsroute? Handelsroute klingt aber schon sehr gut. Wir müssen uns eigene Handelsrouten erschließen. Skule hat Kaupang. Wir jedoch werden uns auf die Inseln jenseits des Meeres holen. Alle halten inne und denken über die möglichen Folgen nach. Man tauscht finstere Blicke voller Zweifel und Bedenken aus. Doch wie es scheint, kann niemand mit einer überzeugenden Alternative aufwarten.